Verehrten Damen und Herren, Herr Brotkorb hat ja schon sehr umfassend und auch gut beschrieben, dass die Überschriften, der Inhalt des Antrages ja wirklich wichtig sind, dass wir auch große Teile da entsprechend genauso sehen, dass aber die Landesregierung viele Sachen schon erfüllt und er hat auch gesagt, dass er Frau Wanka traut und dass er da voll darauf vertraut, dass wir die gesetzlichen Regelungen so novellieren, dass hier etwas Besseres geschieht. Und wenn man genau hinhört, weiß man, dass Frau Wanka ja schon am 23.10. in der FAZ gesagt hat, dass sie diesen Punkt aus der Koalitionsvereinbarung erfüllen will. Und genau einen Tag später haben die Linken diesen Antrag gebracht. Und ich glaube, er soll mehr als Unterstützung dienen. Ja, aber ich spreche ja nicht für die Regierung, sondern zu Ihnen jetzt. Gut, aber ich denke mal, das ist ganz wichtig. Und aber der Hauptpunkt, glaube ich, den Herr Dr. Al-Sabti hier auch angesprochen hat, ist, dass er meint, dass die Finanzausstattung der Hochschulen nicht ausreichend ist, um das so entsprechend umzusetzen, wie es eigentlich gemeint ist. Und da sind wir ja auf dem Weg, da auch mehr Finanzausstattung zu organisieren. Und wir wissen auch ganz genau, dass Befristungen von solchen Verträgen, wie der Minister Brotkorb schon gesagt hat, auch notwendig sind und auch wichtig sind, um einen gewissen Austausch zu erreichen. Natürlich nicht in ganz kurzen Zeitständen, sondern mindestens ein Jahr. Das ist höchstwahrscheinlich in der Vielzahl der Verträge auch sinnvoll, aber es ist oft vielleicht auch sinnvoll, kürzere Laufzeiten zu haben. Deswegen glaube ich, dass der Antrag an sich das aufgreift, was wir schon machen, und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube und weiß auch.